Hallo, Erhard Grundl, ich freue mich sehr, dass du dich zuschaltest. Und jetzt, da wir den ganzen Tag das Spiel machen, frage ich jetzt auch dich, wo erreichen wir dich gerade? Wo bist du? Also ich war heute im Bayerischen Wald unterwegs. Ich bin auf Wahlkreiswoche und jetzt in meinem Wahlkreisbüro in Straubing angekommen vor 20 Minuten. Und ja, genau, freue mich dabei zu sein. Ach, guck mal, da sind also wir beide jetzt gar nicht so weit, sind wir eh nie voneinander entfernt, aber jetzt räumlich, ich bin in Nürnberg heute. Ich hatte Ah, den. cool, da hätten wir Ja. von den, weiß ich nicht, Weißwurst essen können oder Ja, irgendwas, aber. mal wieder in echt, ne? Also, dass man mal wieder sich sieht, aber das ist ja so ein bisschen die Logik dieser digitalen Welt. Man ist so das Digitale gewöhnt, dass man sich dann doch viel zu selten dann in echt trifft. Nächstes Mal machen wir das. Also, ich danke dir, dass du hier bist, dass du dir die Zeit nimmst. Ich muss vorweg sagen, es ist wirklich knapp. Du musst auch danach gleich los. Das heißt, wir können gar keine Breakout-Session mit dir machen. Nicht, weil du nicht willst, sondern weil es einfach zeitlich bei dir jetzt auch gerade pressiert, kann ich mir vorstellen. Umso toller, dass du da bist. Ich habe dich vorhin schon etwas angekündigt. Ich mache es jetzt nochmal. Du bist für mich wirklich die treibende Kraft hinter diesem neuen Verständnis seitens der Politik, dass diese besondere Rolle von der Kultur in dieser Transformation eben nicht immer nur theoretisch beschrieben werden kann und soll, sondern eben auch praktisch operativ unterstützt werden muss. Und ich weiß, dass du mit den Deinigen, das hast du nicht alleine gemacht, aber du warst eine treibende Kraft, maßgeblich dafür gesorgt hast, dass in dem Koalitionsvertrag nicht nur 42 Mal das Wort Transformation drinsteht, das haben wir nämlich gestern besprochen. Also die Antwort auf alles ist 42. 42 Mal steht es drin. Es steht eben auch drin, Green Culture und die Wichtigkeit und die Idee eines Green Culture Desk. Da werden wir heute am Rande streifen. Und was uns, mich und alle interessiert, dass du mal ein bisschen aus dem Maschinenraum berichtest. Also wie kam es dazu? Was ist da los? Was passiert da gerade? Wo stehen wir? Was passiert nicht? Also so ein bisschen uns mal, sag mal, in diese politischen Prozess reinholst, weil das war ja nicht irgendwie abends irgendwie beim Bier ausgedacht, sondern gab es da eine gewisse Geschichte. Ja, danke Jakob und danke allen, die dabei sind, die zuhören, die da Interesse haben. Ich möchte aber trotz allem ganz kurz, ich meine, die Zeiten oder seit gestern hat sich natürlich alles oder vieles verändert und mein Tag war heute und gestern und ist auch die nächsten Tage absolut geprägt von den geopolitischen Ereignissen. Ich bin ein Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und auch im Europaausschuss, also das bestimmt zurzeit meinen Tag, aber es ist jetzt umso willkommener hier, vielleicht 15 Minuten tatsächlich inhaltlich was anderes zu haben. Das gebe ich ganz gerne und ganz offen zu. Ich habe mir das angeguckt, 35 PartnerInnen des Aktionsnetzwerks. Ich bin begeistert, Jakob, das weißt du auch. Und ich möchte schon, es wird ein bisschen eine Dankesrede, die ich formuliere, weil ich natürlich nicht mit vielen tollen Praxisbeispielen aufwarten kann. Aber ich möchte vielleicht versuchen, ein bisschen die kulturpolitische Perspektive auf das Thema hinzuleuchten. Einfach auch die Frage, was ist da auf politischer Ebene die letzten Jahre passiert? Und gerne, ich nehme dieses Zitat immer gerne auch her, das klaue ich dir jedes Mal, Bericht aus dem Maschinenraum der Politik, darum geht's. Kultur und Nachhaltigkeit im Sinne einer die Betriebsökologie für klimaneutrale Kultur hat es in den Koalitionsvertrag geschafft. Das ist eine positive, also absolut positive Botschaft. Ich könnte jetzt auch die Seite 122 steht's, da steht es drinnen, dass es um Datenerfassung, um Wissen, um Kompetenzen, um die Beratung und um die Ressourcen. Es ist natürlich ganz wichtig, dass auch Ressourcen für die ökologische Transformation angeboten werden, weil Ressourcen bedeutet natürlich einfach auch die Kohle, die dann nötig ist, um die Projekte voranzutreiben. Ich glaube, dass das drinsteht, ist nicht jetzt der Verdienst einzelner politischer Akteure und Akteurinnen, sondern ich glaube, die Kulturbranche insgesamt ist ja eine lange Zeit unterwegs und hat dieses Thema der Transformation zur Klimaneutralität wirklich vorangetrieben. Mit Vehemenz und auch mit Ausdauer. Und es ist in der Politik immer ganz wichtig, dass man die dicken Bretter auch bereit ist zu bohren, weil am Anfang gibt es immer Widerstände. Und ich kann euch aus den Koalitionsverhandlungen tatsächlich berichten, es ging dann eigentlich nicht mehr inhaltlich, Widerstände zu überwinden.
Es ging dann mehr darum, darf das Green Culture heißen oder ist es dann zu sehr auf unsere, auf meine Partei gemünzt? Da hat man sich dann geeinigt, dass das Green Culture weit über Bündnis 90 Grüne hinausgeht. Und das ist ein Thema, das was mich aber auch eben freut, dass es eine gemeinsame Zielsetzung der Ampelparteien ist, hier in der Kulturpolitik einen historischen Paradigmenwechsel hinzubekommen, die Transformation eben hin zu einer klimaneutralen Kulturproduktion und eben damit eine neue Säule in der Kulturpolitik auch einzufügen. Bei mir hat es eigentlich begonnen, 2017 bin ich in den Bundestag gekommen, relativ spät zur Berufspolitik. Ich war vorher 25 Jahre in der Musikindustrie tätig, ganz Urzeit davor noch punkrockmäßig in der Band unterwegs. Und so bin ich dann bei den Grünen auch zum Amt des kulturpolitischen Sprechers gekommen, mehr oder weniger, ist jetzt stark verkürzt. Und wenn man das ist, dann ist natürlich dieses Amt mit sehr vielen Gesprächen und auch mit Wünschen seitens der Verbände und der Stakeholder verbunden, um die einem sagen, welche Themen man sich kümmern muss. Und es ist natürlich bei der Kulturpolitik, das sind sehr viele ganz wichtige Themen. Das beginnt bei der sozialen, wirtschaftlichen Absicherung von Künstlerinnen und Künstlern, die unbedingt verbessert werden müssen. Auch vor Corona war das schon klar. Dann Gleichberechtigung, Förderung von Diversität im Kulturbetrieb. Da ist auch vieles immer noch schwer im Argen. Dann natürlich auch klassische Kulturpolitik. Bei mir war es Anerkennung von bis dato nicht anerkannten Opfern des Nationalsozialismus, dann Förderung des ländlichen Raums, Clubs als Kulturorte, das waren so Themen, die ich mir zu eigen machen konnte. Immer unterstützt von einem super Team, weil der Abgeordnete ist sowieso nur so gut wie seine Mitarbeiter. Ich denke da ganz speziell beim Thema Green Culture natürlich an Mario Grautin, meinen Mitarbeiter von Anfang an, der hier natürlich auch wirklich Akzente gesetzt hat und es mir auch leicht gemacht hat, die Themen dann auch politisch noch weiter zu treiben. Später kam dann bei der Kulturpolitik noch für mich die Hohenzollern dazu, die Rückforderungen, was mich ein bisschen zum Adelsexperten meiner Fraktion gemacht hat. Und auch das Thema geht leider noch weiter. Also insgesamt muss man sagen, der Handlungsbedarf war riesig. Und eins der Gespräche, die ich hatte, war 2018 mit Norbert Sievers, damals Geschäftsführer der Kulturpolitischen Gesellschaft, heute wissenschaftlicher Berater des Instituts für Kulturpolitik der KUPOG. Euch allen sicher bekannt. Und da ist das Thema wirklich mit Vehemenz an mich herangetragen worden, dass es eben für alle Kultursparten von großer Relevanz sein wird, wie sie die Herausforderungen des Klimawandels meistern. Es ging natürlich dann weiter. Mir war dann auch das Tutzinger Manifest, habe ich gelesen und auch zu eigen gemacht. Und wenn man bedenkt, dass das Tutzinger Manifest ja letztes Jahr, das Tutzinger Manifest der KUPOG letztes Jahr stolze 20 Jahre alt wurde, dann glaube ich, ist es nochmal eine Unterstreichung dessen, dass man hier mit wirklich langem Atem dabei war von Seiten der Verbände und von Seiten der Akteurinnen. Dann stellt man sich als Kulturpolitiker natürlich die Frage, was kann ich als Kulturpolitiker, was kann die Kulturpolitik eigentlich da tun? Und ich glaube, es ist auch bei dem Thema wichtig, zuerst mal festzusetzen, festzulegen, was kann man nicht tun? Also, oder was sollte man nicht tun? Ich glaube, man sollte niemals versuchen, die Fragen alleine zu beantworten. Ich glaube, man muss immer mit dem offenen Ohr unterwegs sein, eben dann die Politik nicht top-down machen. Man darf vorhandene Strukturen nicht übersehen. Auch weil man hat verfolgt natürlich immer das Ziel, man will auch mit Sachen verbunden werden und dann am besten was Eigenes, was vermeintlich Neues machen, würde ich als Fehler ansehen, wenn vorhandene Strukturen schon da sind, dann darf man auch nicht überstürzt handeln, weil wenn das ganz urplötzlich der heiße Scheiß ist, mit Verlaub gesagt, dann stürzt es auch schnell mal wieder in sich zusammen. Also man muss sich auch darauf einstellen, dass es eine längerfristige Geschichte ist. Und schlussendlich muss man einfach die vorhandene Expertise nutzen und drauf hören. Dann war unser nächster Ansatz, wir haben versucht, die Expertinnen aus der Szene an einen Tisch zu holen, um gemeinsam eben die Überlegungen anzustellen, wie Kulturpolitik helfen und unterstützen, empowern kann. Wir haben eingeladen, Jakob war dabei, Vertreterinnen der Club- und Festivalkultur, Theaterleute, SchauspielerInnen, Museumsverantwortliche, bildende KünstlerInnen, Energieagenturen und Wissenschaftler und VertreterInnen der Kulturverbände.
Das Ziel war es, zu überlegen, was denn die politischen Rahmenbedingungen konzeptionell sein müssen, damit wir ihre Arbeit nicht nur mit Worten wertschätzen, sondern auch tatsächlich faktisch unterstützen können. Und Ziel war es, die Frage zu beantworten, natürlich auch, was ich vorher schon sagte, woher denn das Geld kommen soll, um dann die Arbeit, ihre Arbeit, dann auch die Maßnahmen und die Transformation zu finanzieren. Die Kulturbranche, das, was mich am meisten überrascht hat und was ich am positivsten finde, ist, dass die Szene eigentlich schon immer viel weiter war als die Politik. Die Politik hat sich noch immer überlegt, ja, wo, wie weit kann, darf das gehen und so weiter. Die Forderungen nach Klimaneutralität kamen aber ganz klar aus der Szene raus. Und es geht schlussendlich für die Politik nur in Anführungszeichen eigentlich darum, die richtigen Rahmenbedingungen zu liefern und eben zu unterstützen. Und das haben wir einfach dann auch versucht, in der Ampel, in den Koalitionsverhandlungen mit unseren PartnerInnen zu besprechen. Wir haben, wie gesagt, wirklich gerade bei den kulturpolitisch Verantwortlichen in den anderen Regierungsfraktionen wirklich auch offene Türen eingerannt. Ich habe es gesagt, es ging dann um das Wording, was natürlich auch wichtig ist, aber schlussendlich hat man sich dann auch darauf eingelassen, weil das dann klar ist, was damit gemeint ist, dass es eben um die klimaneutrale Transformation geht. Das Green Culture Konzept haben wir entwickelt, eben aus der Expertise raus, und das hat schon direkt Einzug gehalten dann in den Vertrag. Das bedeutet, wir wollen eine zentrale Anlaufstelle für den Kulturbetrieb schaffen, der die Expertise als Netzwerk zusammenfasst. Wir wollen Green Consultants, Advisors, Expertinnen in diesem Bereich identifizieren und zur Vermittlung und qualifizieren und also einfach diese ganze Netzwerkarbeit erreichen. Und drittens, was wir natürlich auch brauchen, da bin ich hier vor Ort, Straubing hat einen TUM-Campus der Uni München, da bin ich schon mit Professoren im Gespräch gewesen, Professorinnen, den Verbrauch, Einsparungspotenziale an Kultureinrichtungen deutschlandweit zu sammeln und bereitzustellen. Und da stelle ich mir einfach vor, dass wir das flächendeckend im Land brauchen, weil ich glaube, gerade in der Datenerhebung gibt es noch deutliche Lücken. Das ist einfach auch das Ergebnis von 3 Jahren oder fast 4 Jahren Arbeit an der Geschichte. Und ich glaube, dass es immer noch wichtig bleibt, vor allem den fachlichen und öffentlichen Diskurs zur ökologischen Transformation des Kulturbetriebs mitzugestalten und das Ganze natürlich finanziell zu unterfüttern. Das ist jetzt die Anlaufstelle Green Culture Desk nennen es wir. Und ich glaube, dass es wirklich eine Sogkraft entwickelt hin zu ganz was Positivem. Und auf der Berlinale hat Claudia Roth eben auch schon das Thema Nachhaltigkeit bei Film- und Fernsehproduktionen gefordert und benannt. Und ich weiß von meiner relativ kurzen Zeit in der Berufspolitik, dass diese Symbole sehr wichtig sind. Man muss es einfach immer wieder öffentlich benennen und dann entwickelt es auch eine Kraft, die weit über die Experten hinausgeht. Und das ist natürlich das Entscheidende. Wir brauchen dann die gesamte Kulturszene in Deutschland, um das umzusetzen. Und da arbeiten wir dran. Wir wollen den Koalitionsvertrag natürlich umsetzen, das mit finanziellen Mitteln unterfüttern, um Ihnen dann Ihre Arbeit zu erleichtern und in Teilen vielleicht dann auch erstmal und besser möglich zu machen. Das ist ja mal ein kurzer Abriss, wie es in den Koalitionsvertrag reingekommen ist. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was davon und können ein bisschen was damit anfangen. Vielen Dank. Absolut, vielen Dank. Er hat nochmal dieses Gefühl mitgeteilt, wie es sich eigentlich entwickelt hat. Und das war auch für mich von außen so spürbar, dass es eben nicht eine Gruppe von Politikerinnen suchte sich ein Thema, sondern es ist ein Thema, was aus dem Sektor kam und wo ihr dann in der Tat es geformt habt, daraus einen Prozess gemacht und es euch auch gelungen ist, diesen Prozess, und das ist die große Qualität, diesen Prozess auch in Amerika, würde man sagen, bipartisan, also wirklich auch über Parteigrenzen hinweg zu etablieren, weil das war ja natürlich zwischendurch so ein bisschen auch die Gefahr, wird das jetzt so ein grünes Thema und wenn ihr es nicht seid, dann stirbt es wieder. Und ich glaube, das kann man jetzt wirklich mit gutem Gewissen sagen, das wird nicht passieren. Das steht bombensicher da, das ist gewurzelt im Sektor.
Sektor. Wenn du dir die beiden Tage anschaust oder im Rückblick anschaust, das ist mittlerweile in ganz Deutschland ein Club der Willigen. Das sind Akteurinnen aus der Kultur, die jetzt schon machen. Die machen schon, bevor es überhaupt jemand sie danach gefragt hat. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, das fand ich jetzt auch bei dem Kollegen von Sky so spannend, erreicht diese Kultur Millionen von Menschen in Deutschland, in allen Altersschichten, in allen Gesellschaftsschichten. Und wenn es der Kultur gelingt, jetzt dieses Thema Nachhaltigkeit, und ich sage jetzt wirklich Thema, dieses Nachhaltigkeitsthema zu etwas Realem werden zu lassen, einer realen Erfahrung, dass diese Transformation schön ist und dass diese Transformation fair ist und dass diese Transformation alle mitnimmt und zu einem Ergebnis führt, von dem wir alle was haben, dann glaube ich, ist diese große Aufgabe machbar. Und ich erhoffe, dass ihr weiter erfolgreich seid und alle Akteurinnen, die ihr jetzt schon hier seht, unterstützen könnt, weil sie stehen Gewehr bei Fuß, der Club der Willigen ist da. Danke für eure Arbeit und sagt Bescheid, wenn wir was tun können. Sehr gerne, danke für eure Arbeit und genau da soll unser Green Culture Konzept ansetzen, eben euch und alle anderen, die da unterwegs sind, bei der tollen Arbeit zu unterstützen. Also der Dank ist ganz auf meiner Seite.